Weiter geht's, neue Folge X3 Farnhams Legacy. Wie immer live bei Pepis Welt. So, nach der überlangen Folge letztes Mal bin ich bemüht, dieses Mal auch zu rechten Seiten Cut zu setzen. Aber wahrscheinlich werde ich wieder durch irgendwelche interessanten Dinge abgelenkt. So, jetzt wollte ich mal hier in den Besitz über nachgucken. Hätte ich auch in der Pause machen können, habe ich natürlich mal wieder nicht gemacht. Deswegen dürfte jetzt auch bei YouTube dabei sein, wie ich hier mal wieder rumfuhrwerke und schau, was meine Schiffe so machen. Sind die denn alle angekommen? Okay, drei sind schon. Ich lasse sie da sitzen, weil das Ausrüstungsdock, das interessiert mich ja nicht, wie viele Frachtplätze das hat. Deswegen lasse ich die da so lange, bis ich sie brauche und irgendjemanden zuordnen können. So, starte Universumshändler Xenon Hub. Was will dieser Vogel hier? Warum sitzt er da? Jetzt ist er weg. Nein, er ist nicht weg, er ist immer noch da. Warum ist er da angedockt? Und tut nichts. Kommando akzeptiert. Hat er sich festgebackt? Wird er was zu tun haben? Ich meine, der ist Level 16, der hat relativ große Range mittlerweile. Angepeilt sind 30 Minuten. Ja, so grob. Also ich schaue, da das ja hier ein Langzeit-Let's Play ist, nehme ich es nicht so genau. Und es werden auch mal 40 Minuten oder 35 oder sowas. Deswegen, das ist überhaupt kein Drama, dass das jetzt hier fast eine Stunde gelaufen ist. Aber so das Ziel ist immer so knapp über 30, um die 30 Minuten rum. Achtung, Sicherheitsdienst. Ich schaffe es Wir fast. haben einen 6-1-2 Meistens, also so. Korridor 3 auf Ja, Ebene bei X 9, habe ich gesagt, ach komm, Sektion ich 3. mache dann einen Cut, wenn es das Spiel erlaubt. Allerdings, jetzt hätte das Spiel deutlich früher einen Cut erlaubt in der letzten Folge. Deswegen nicht so wichtig. Solange ich nicht Richtung 2 Stunden gehe, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Der Universumshändler hier, genau. Warum fliegt er nicht mehr? Hat er sich irgendwie festgebackt oder was ist mit dem los? Ist nämlich schon eine Weile hier am Xenon Hub. Wird keine Route finden, weil er im Xenon Hub ist. Hat er sich deswegen hier festgebackt? Spring einfach mal Polarstern und dann starte ich dich da nochmal neu. Vielleicht funktioniert es dann. Ah, das war vielleicht der Händler, der Energiezellen an mein Hauptquartier verkaufen wollte und ich dem dann gesagt habe, nö, ich nehme keine mehr. Vielleicht hat er sich deswegen da festgepackt. So, wo ist er? Ja, komm schon. Brauchst du nicht so lange, um nach Ödland zu springen. Hier ist er raus. Warum ist Ödland ganz unten? Was ist denn das für eine Sortierung? Das kommt unter OE. Kommando akzeptiert. So, machst du jetzt hier was? Ja, okay. Okay, dann hat er sich da festgepackt. Okay. Wobei vielleicht kein so richtiger Bug ist, nur so ein halber. Wie schaut es eigentlich mit meiner Nummer 4 aus? Er ist immer noch bei 1. Okay, das ist, glaube ich, der Nachteil hier. Hier gibt es so viel zu machen, so viele Fabriken und alles, aber die Wege sind halt doch sehr weit. Das ist, glaube ich, der Nachteil hier im Turm der Finanzen. Aber rein von den Fabriken gibt es hier wirklich sehr, sehr viel zu tun. Okay, aber jetzt haben wir hier genügend gelabert. Jetzt fliegen wir wieder ein bisschen durch die Gegend. Was wird sie? Das brauchen wir. Diese Mission könnte Ihnen ein. Kann ich leider nicht machen. Ich würde gern. Wie kann ich das? Wird alles andere als einfach. Unterschätzen Sie die Aufgabe nicht. Gibt es etwas, das. Ich habe mich sicher an Bord begeben. Lassen Sie uns abreisen. 1,5 Millionen mache ich sehr viel.
Betrieb wird geladen. 10%, 20%. Und wir decken bei der Gelegenheit noch eine Piratenbasis auf. Erreiche Glaubensquelle. Die wir noch nicht auf der Karte hatten. Piratenbasis. Wo ist eigentlich meine Boa, fällt mir gerade ein. Die ist immer noch am Sonnenkraftwerk angedockt. Damit ich sie bei Bedarf rufen kann, wenn ich wieder 5 Millionen für Finde mein Schiff Mission krieg. Sprungantrieb hat die mittlerweile drin. Alles andere auch. So. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Gerne doch. Welchen Ruf habe ich zerstört? Hä? Ich habe gerade jemanden zu einer Piratenbasis gebracht, deswegen dachte ich, es wäre eventuell ein Pirat. Ich habe aber gerade Rufverlust bei den Piraten erlitten, also war es wohl doch kein Pirat. Dann war es wohl tatsächlich ein richtiger Borone, der auf eine Piratenstation wollte, was auch immer er da treibt. Man weiß es nicht. Ja, manchmal gucke ich nicht genau hin. Es war wohl dann ein normaler Borone. Was haben wir denn bekommen dafür überhaupt? Ein Dreier. Nee, ein Achter. So, ich könnte eigentlich noch Aktionsruf steigern. Nicht bei den Kollegen hier. Damit ich da mal reinfliegen kann. Wie schaut's denn bei den Korsaren? Achso, der ist noch unterwegs, glaube ich. Das war der Typ hier, genau. Nee, der ist bei den Otas. Ich habe doch einen zum Korsaren geschickt. Ach, da habe ich 400 Einfluss, okay. Ja, komm. Sammel noch mal Einfluss bei den Korsaren. Wenn wir eh schon mal hier unten sind. Kommando akzeptiert. Da gab es ein paar leckere Dinge zu machen. Du wolltest auf dieser Mission für dich vielleicht große Schwierigkeiten. Du machen wollen Arbeit? Komm, von den Millionen? Von den Millionen fliege ich nicht da hoch, das ist kein Problem. Wo müssen wir denn hin? Ja. Sprungantrieb. Ach komm! Nicht genügend Energie vorhanden. Muss ich wieder auftanken? Wo kann ich denn hier schnellstmöglich auftanken? Hier. Rias Rückzug. Ne, wir fliegen nicht durch den Norden. Wir fliegen durch den Osten. Tor, Rias Rückzug. Hier in Glaubensquell wollte ich ja eigentlich auch noch irgendwelche Erzminen bauen, aber... Oh, Erz 43. Ich glaube, hier baue ich noch eine. Dann kannst du deine M5 auch gleich kaufen. Ach stimmt, ja, genau, das hatte ich schon wieder vergessen gehabt. Ja, da sind wir wieder bei einer Split-Schiffswerft, ja. So. Ich habe hier eins von den Sonnenkraft. Muss hier mal zurückkommen. Ach, das ist das Tor zu Reich des Kardinals rüber. Das habe ich hier noch gar nicht aufgedeckt. Und ich habe auch eins von den Sonnenkraftwerken noch nicht aufgedeckt. Paranit, Zoll, Pegasus. Die sind so weit weg, die nimmt er mir so nicht. Schade eigentlich. Asteroid. Sonnenkraftwerk M Epsilon. Nur ein Reminder vom zweiten Hirn. Du hast zwei Hirne. Das ist ja toll. Achso, nee, du bist mein zweites Hirn, ja. Siehst du, sogar das habe ich schon vergessen. Ah, nee, nein, vergessen habe ich es nicht. Nein, sonst wäre es mir jetzt nicht eingefallen. Ich habe nur in dem Moment nicht dran gedacht. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Xar heißt unser so,
Jetzt aber. Familie Rü. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Erreiche Familie Rü. So, stimmt. Wir docken ja sogar direkt an der Schiffswerft an. Haben die überhaupt die Erkundersoftware, die Split? Wird sehen. Ja, ich weiß, danke. So. IBM 5, wo bist du? Ja, Jaguar S an. Oh, wir haben hier sogar einen Angreifer. Der ist schneller. 516? Ach, das war, ach so, stimmt, das war der mit diesen extrem kleinen Laderaumgröße, aber das ist ja egal, brauche ich ja nicht. Ich mach's trotzdem, falls ich was reinmachen muss. Natürlich haben die, ich mach mal alle Handels, weiß ich, wobei, wozu? Da habe ich schon wieder Geld drauf. Wobei, die Handelssoftware sind nicht so teuer. Natürlich haben die jetzt keine Erkundersoftware drin, das war ja klar. Spezialsoftware MK1 installiert. Und ich glaube, ohne geht's nicht. Scheint so. Spezial. Ja. Wo kriege ich denn die? Teladis haben das, okay. Das ist gut zu wissen. Schiffsausrüstungen. Erkundungssoftware. Teladis, ja, Teladi. Ja, okay. Die Teladi sind hier oben. Atom der Finanzen ist gar nicht mal so weit. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hallo. Ach, was drücke ich denn hier gerade, Mensch? Langsam. So. Okay, an. Teladi Ausrüstungsdock. So. Ich hoffe, euch ist gerade nicht schlecht geworden, so viel wie ich da gerade rumgedrückt habe. Ich möchte niemanden töten. Autopilot deaktiviert. So, was gibt's denn hier noch zu tun? Das Cheld-Raum-Aquarium möchte gern meine Hilfe. Alpha. Irgendwas liegt hier rum. Stott-Gewürze. Nö, die würde ich nicht aufsammeln. Sie sprechen mit dem Automat. Du wollen Split? Das wollen wir auch nicht. Ich brauche keine Sektorkarten. Fliege ich hin? Ach, wir fliegen einfach einmal in den Süden, oder? Hafen der Ruhe. Ja, Hafen der Ruhe. Können wir ein bisschen runterkommen, ein bisschen tief durchatmen. Es kam schon lange keine schöne Sektormusik mehr, fällt mir gerade auf. Und mir fällt gerade auf, dass hier drüben noch eine Fabrik ist, die ich noch nicht auf dem Radar habe. Jetzt aber. Und Scanner nicht vergessen. Duplex, wenn kein Platz für Triplex. Ja. Triplex passen in den, glaube ich, gar nicht rein. Der hat, glaube ich, nur S-Größe. Ah, Chromo, du bist so lustig. Das habe ich vorhin tatsächlich selber schon angestimmt. Weil es ja bei uns, bei dir ja scheinbar auch in der Bude noch nicht warm genug ist. Ganz zu Beginn des Streams meinte ich auch ab in den Süden der Sonne hinterher, weil es noch nicht warm genug ist hier. Herausforderung da. Keine unüberwindbare jedoch. 2,1 Millionen, da muss man nicht lange bitten. 35! Dachgeschoss. Also ich habe ja nur ein verkapptes Dachgeschoss. Also ich wohne hier im zweiten OG, aber über mir gibt's nichts mehr. Also ich habe keine Dachschrägen. Nee, ich habe keine Dachschrägen, das ist das Gute. Allerdings, ja, wie gesagt, ich bin trotzdem
Das oberste Stockwerk über mir ist dann nur noch das Dach. Es wird trotzdem heiß wie Sau, auch ohne Dachschrägen. Aber 35, da komme ich nicht ran. Ich hatte heute 29 im Wohnzimmer. So, wo muss ich überhaupt hin? Ich habe mich drauf. Glaubensquell müssen wir fliegen. Hier oben. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Was? 47 Grad? Da kannst du ja Eintritt verlangen und eine Sauna aufmachen. Also, wenn ich so eine Hitze hätte, dann könnte ich hier erstmal gar nicht mehr wohnen. Und dann müsste ich mir so eine kleine mobile Klimaanlage kaufen. Weil das geht ja gar nicht. Dann ist aber das ist aber deine Bude, beziehungsweise das Haus, wo du wohnst, aber sehr schlecht isoliert hier. Aber denk doch mal nach, wenn du es wieder schaffst. Bei 47 Grad, ich glaube, ab 50 kannst du es offiziell als Dampfbad verkaufen. Ich glaube, wenn du in so eine Sauna gehst, die Dampfbäder haben immer so um 50 Grad. Mein Fernseher ging sogar aus, weil es zu warm war. Okay, das ist heftig. Autopilot deaktiviert. Und der Lüfter von deinem Rechner, der lief wahrscheinlich, der hat auch schon Hilfe geschrien. Ah, das habe ich, wie gesagt, Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Ich hatte in meiner Jugend, als ich noch jung war, damals in meinem also im Elternhaus zu Hause, da hatte ich auch das Zimmer unterm Dach. Das war auch immer schön schnucklig im Sommer. So, was machen wir jetzt überhaupt? Jetzt habe ich mich hier verquatscht und weiß gar nicht mehr, wo ich hin will. Wir fliegen mal zu Frias Rückzug. Da war ich schon lange nicht mehr. Nach dem Jaguar schauen wäre eventuell auch eine Lösung, ja. Ist er schon angekommen oder fliegt er noch? Ist er tatsächlich schon angekommen? Tatsächlich. Ist schon angekommen. Gut, er ist natürlich auch sehr schnell. Turm der Finanzen. Hier unten sind wir. Handel. Duplex-Scanner rein. Duplex-Scanner. Erkundungssoftware rein. Erkundungssoftware installiert. Das brauchen wir nicht. Patrouille und so Scheißdreck brauchen wir nicht reinmachen. Okay. Dann lieber Jaguar-Angreifer. Du hast das im Gefühl als bevorzugter Splitschiff-Flieger. Okay, der Ark, ja, okay. Ja, ich bin da nicht so. Ihr wisst da ja. So. Navigation. Kartografiere Sektor. Welchen eigentlich? Welchen wollte ich eigentlich jetzt nochmal kartografieren? Der hier. Geborgene Herrschaft. Was muss ich denn hier mal eingeben? Das hat mich damals schon genervt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt fällt es mir wieder ein, warum ich das nie gemacht habe. Was muss ich hier eingeben? 500 oder 600, sind das die Kilometer ab dem Mittelpunkt dann quasi, oder wie? Kommando akzeptiert. Ah, okay. Ich habe damals einfach irgendwas eingegeben, weil ich wollte, ich habe diesen Befehl bei Albion Preload nur ein einziges Mal benutzt, nämlich in Aldrin. Und ich habe da irgendwas eingegeben, weil ich nicht wusste, was ich mit diesem blöden Feld jetzt machen soll. Warum ich da was eingeben sollte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eingegeben habe. In Aldrin müsste man ja 2000 oder sowas eingeben, mindestens. Okay, dann weiß ich das jetzt endlich. So, und warum gibt es hier nichts zu tun? Keinen einzigen Auftrag. Das ist sehr bitter. Fliegen wir halt gerade mal eins weiter. Aber das Notor ist noch... Das Notor habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Dann holen wir das mal kurz. Tor, Reich des Kardinals, Beta. Okay. Will ich da jetzt hochfliegen? Ich flieg doch. Nee, ich flieg da nicht. Ich flieg durchs Osttor. Doch, weiter oben? Was weiter oben? Kann dir mal wieder nicht folgen.
In der Galaxiekarte überspringt dieses Tor eine Reihe. Ach so, ja. Ja, das ist richtig. Aber ich hatte es ja noch nicht auf dem Radar. Das habe ich noch nicht. Ja, ich zeige gerade auf meinen Bildschirm. Bringt natürlich viel. Hier, bevor wir durchfliegen, der Strich war ja noch nicht da. Jetzt ist er da. So. Gibt's hier was zu tun, Leute? Ach komm, ah doch. Dachte schon. Ach, vor allem, was ich auch machen wollte. Ich wollte doch... Ich habe echt ein Hirn wie ein Sieb. Das ist unglaublich. Ich wollte in jedem Sektor... Sie sprechen mit dem automatisierten... Genau deswegen wollte ich nachfragen. Willkommen in der Entdeckergilde. Bitte wählen Sie eine Belohnung für Ihre Entdeckungspunkte. Ortalon-Schürfer. Was ist ein Ortolan? Was ist denn ein Ortolan? 124.000. Ich habe keine Ahnung, ob sich das jetzt lohnt. Ich will wissen, was ein Ortolan ist. Bogakri, danke dir fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Gutes Nächtle. Schönen Sonntag noch. So. Was habe ich mir da gerade gekauft? Stimmt voll den Rotz. Ortolan-Schurf. Das ist ein TP. Ein TP mit XL und 1200 Einheiten. Das ist ja sogar ein richtig geiler TP. Was ist denn das für eine Fraktion? NMMC ist das. 6x25er Schilde. Also das ist ja im Prinzip, der hat drei Geschützkanzeln mit insgesamt 4, 6, 8 mit 10 Lasern. Achso, da unten steht es, jetzt gar nicht zusammenrechnen müssen. Das ist ein richtig, das Ding ist gut. Das Ding ist eigentlich besser wie meine Hermes, weil es XL-Frachtcontainer hat. Relativ schnell schon von Grund auf ist. Bessere Schilde hat, besseren Frachtraum hat. Bessere Geschützkanzeln hat. Ich glaube, ich werde den bauen müssen und werde meine Hermes in die Ecke stellen. Und werde dann auf diesen Ortolan-Schürfer umsteigen. Jetzt, was brauche ich dafür? 29 Mikrochips. Ich stelle mal einen ein. Und dann muss ich jetzt noch ein paar Mikrochips kaufen. Ich habe 27 da. Habe ich welche auf... Ich spring direkt zurück, weil ich weiß, dass in der Kammer Gamma bestimmt wieder ein paar Mikrochips rumfliegen, die niemand eingekauft hat. Wobei, nee, wir schauen mal in die Enzyklopädie rein. Nee, das allererste, was ich mache, wenn ich hier stark im Arm, nämlich zum Beispiel nebenbei sehen. Quantum Röhrenfabrik Alpha. Ich speichere mal kurz. Ja, keine Laserenergie dafür. Ja, das ist klar. Die können dreimal schießen, dann ist die Energie leer. Das ist das Problem, ja. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, und ich habe ja vor allem, ich habe ja noch ein Triebwerkstuning rumliegen in Mokis Rache. Da komme ich natürlich nicht auf die 322 von meinem Hermes hier. Aber dann kann ich dann von diesen 202, keine Ahnung, auf 240, 250 vielleicht hochbringen. Dann könnte ich damit leben. Ich wollte es eigentlich in die Boa einbauen, aber dann stelle ich die Boa hinten an und werde das in den einbauen.
So, ich wollte aber jetzt mal, was wollte ich denn gerade gucken? Ach so, Mikrochips, genau. Ob irgendwo noch ein paar Mikrochips rumliegen. Schade, Familie Ronka liegt gerade nichts rum. Predigers der Einsamkeit auch nicht. Ronkas Feuer hat wieder 8 und Ruhe des Pontifex hat 9. Wolkenbar Südost hat 2. Einmal der Legende hat auch nochmal 5. Also lohnt ein Sprung nach Ronkas Feuer und Ruhe, erstmal Ruhe des Pontifex. Das lohnt auf jeden Fall. Ja, ich lass ja schon beliefern. Aber es kommt einfach niemand. Sprungantrieb wird geladen. 10% Autopilot deaktiviert. Ich wollte gerade nach Ruhe des Pontifex springen. Habt ihr es bemerkt? Ich springe. Erreiche Ruhe des Pontifex. Also ich bin gerade in denselben Sektor gesprungen, in dem ich schon bin. Ihr habt das nicht gesehen, ja. Hier gibt es neuen Mikrochips. Ja, ich habe eingestellt, dass ich mich beliefern lasse, glaube ich. Nee, ich habe es, glaube ich, als Ressource eingestellt. Aber ich habe ja einen Transporter eingestellt, der mir einkauft. Ja, der tut es ja auch, weil ich habe immerhin 27. So viel hatte ich schon lange nicht mehr. So, und jetzt springe ich aber nicht mehr in denselben Sektor, in dem ich schon bin. Ronkas Feuer, hier wollten wir mal nachschauen, genau. Sprungantrieb wird geladen. 10% Wir waren auch noch mal 8 Stück. Erreiche Ronkas Feuer. So. Er ist auch im Handelshafen gewesen, tatsächlich. Split Handelshafen. So, und bei der Gelegenheit können wir mal kurz Sie hier sprechen mit dem telefonieren. Nein, leider keine Entdeckergilde. Ja, ich wollte, ich unterbreche ja so gern Sie meine sprechen mit Gedanken. dem Auto. Wollte eigentlich in jedem Sektor, in den ich reinfliege, bei dem Handelshafen oder beim Außenposten nachfragen, ob die Entdeckergilde da ist, weil ich diesen Terraner-Plot triggern will. Aber es passiert einfach nicht. Ich meine, ich vergesse es ständig. Vorgang erfolgreich. Heil der Aber Familie wenn ich es mal nicht Ronka. vergesse. Die Split-Dynastie. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Was? Ja, ich weiß. Autopilot deaktiviert. Die Entdeckergilde kann überall sein, das ist mir durchaus bewusst, aber sie ist Munitionsfabrik Alpha. sehr oft ist sie im Handelshafen oder in den militärischen Außenposten zu finden. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich in jeden Sektor reinfliege, jede Station anfunken, das Sie ist ja sprechen blöd. mit dem. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mich auf die Handelshäfen und auf die militärischen Außenposten zu beschränken. Allerdings sollte ich es natürlich auch tun und nicht ständig Sie vergessen. sprechen mit dem Auto. Das sein, was ich. Nö, dann nicht. Gut, dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir zurückspringen, die Kammer Alpha. Sprungantrieb wird geladen. 10%, Weil mit den 20. Mikrochips kann ich diesen Dinger bauen und dann werde ich in den umsteigen. Weil dann kann ich nämlich auch radioaktiven Abfall und so Zeug transportieren. Gibt ja auch sehr lukrative Aufträge dafür. Und ich muss noch überlegen, ob ich nicht doch hier eine Erzmine hinpflanze. Wo ist denn der hier? Weil es direkt am Hub ist. Also das Material würde er schon loswerden. Ja. Der Transporter der Achtung, Fabrik. eines Ihrer Schiffe wird angegriffen. Wolkenbasis Südost. Was? Yaki. Ja, mein Schiff ist hier kaputt geschossen. Warum sind hier Yaki und warum kümmert sich niemand um die? Jetzt. Jetzt, wo mein Schiff hier schier kaputt ist. Ja, jetzt schießt dieses M5 hier mein Transporter wahrscheinlich. Was ist denn für einer? Das ist zum Beispiel ein guter. Der hat 75er Schilde und ist hier schier kaputt geschossen worden. Ach, bei den Yaki. Ja, ich sollte vielleicht doch endlich mal zu den Yaki reinfliegen.
Aber ich traue mich nicht. Oh, hier sind auch nochmal zwei. Da fliegen wir aber kurz vorbei. Aber wenn ich da reinfliege, vor allem wenn ich in die Kernsektoren der Yaki reinfliege, dann könnte das Aua geben. Deswegen mache ich das erstmal nicht. Aber früher oder später muss ich es machen. Vor allem muss ich es ja deswegen machen, damit ich meinen Ruf bei denen überhaupt mal hochpushen kann. Weil die haben ja auch eine schöne Schiffswerft. Andockvorgang erfolgreich. Königin Atreus und das König. Verbindung zum so, 19 Stück. Hergestellt. Denk an die Folgenlänge. Ja, ich hab's im Blick. Wir sind jetzt genau bei 31 Minuten. Kann ich jetzt noch gemütlich rüberschippern, kann den Auftrag auslösen lassen, kann da dann die Folge beenden. Erreiche die Kammer Epsilon. So, aber mit Xenon habe ich jetzt hier auch schon eine Weile kein Problem mehr gehabt. Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder nicht andocken, weil alles voll ist. Nee, okay, es ist gerade frei. Ich habe ja meine Schiffe alle rausgeschickt. Also Piratenschiffe. Ich weiß, ich fliege vorbei, aber das reicht trotzdem. So. So, dann Mikrochips raus, bitte. Willkommen zu Hause an Bord. Oh, der hat schon angefangen mit dem Bau. Das heißt, mein Versorgungstransporter hat doch schon ein paar eingekauft. Wie lange dauert es noch? Der ist in 6 Minuten fertig. Das heißt, ich kann demnächst umsteigen. Dann? Na dann? Schauen wir währenddessen mal hier vorbei, was wir da für den guten Herrn denn machen können. Und dann müsste ja das Ding dann relativ... Ja, ich mache es ja quasi so, indem ich mal nachschaue. Kurier. Radioaktiver Abfall? Nein, noch kann ich es nicht machen, aber bald. So, ich werde auch mal im Süden vorbeigucken. Ich war schon lange nicht mehr unten. Wir wollen einfach mal Hallo sagen. Wie geht's? Und so, ob wir was tun können. Wenn wir dann zurückkommen, müsste das fertig sein. Oh, ich soll noch mal kurz nach dem Jaguar schauen. Ja... Er ist zumindest noch nicht abgeschossen worden. Erreiche die Kammer, Täter. So, hier ist wieder eine Fabrik aufgebaut worden. Hier gibt es wieder drei Fabriken. Wie können wir Ihnen helfen? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt... Nee, das wird zu teuer. Bogas Produktion, L, Beta. So wird übrigens aus, ich dock mal kurz an und beende die Folge dann immer noch mal 3 Minuten mehr, weil ich es nämlich schon wieder vergessen habe. Sie sprechen mit dem Auto. Wie kann ich auch akzeptieren Sie diesen Auftrag? Ah, 1,5 Millionen von gestohlenes Schiff. Nee, ich habe keinen Bock. Mit was denn? Mit was soll ich ein gestohlenes Schiff zurückholen? Ich habe doch keine Waffen, um dem zu sagen, gib mir bitte zurück. So, aber jetzt. Jetzt fliegen wir zurück und dann müsste das Ding doch, glaube ich, fertig sein. Und wenn nicht, dann halte ich mal kurz vorher an. Ja, die Boron produzieren ihr eigenes Gas, ich weiß. Das ist, eigentlich sollte ich das Bofu Chemielabor aus Versehen kaputt machen, damit das hier, hier läuft. Ja, ich habe die Konkurrenz quasi direkt vor der Haustür. Space Lab, Hauptquartier. So, wie schaut's aus? Da ist er. Eingehende Nachricht. Da ist er. So, dann docken wir an. So. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gut, an der Stelle jetzt. Fertig gelabert vom Computer. Machen wir einen Cut. Und in der nächsten Folge rüsten wir dann auch unser neues Schiff aus. Alle Sachen rüber, die wir da drüben brauchen, fliegt man nach Mokyus Rache, holen das Triebwerkstuning, sofern es noch da ist. Ich hoffe schwer. Und dann wird man mit einem neuen Schiff durch die Gegend schippern, das eventuell nicht ganz so schnell ist wie der Hermes, aber einen viel größeren Frachtraum hat. Damit können wir viel mehr Unheil anrichten.
In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wir sehen uns. Macht's gut.